es ist eben offensichtlich so, dass diese Buchen bisher in ihrem Leben noch nie mit solchen starken Verlust an Wasser im Waldboden konfrontiert waren. Das heißt, die waren bisher gewohnt, dass es immer noch irgendwie, selbst in einem trockenen Sommer, genug Wasser gab, was man mit den äußersten Wurzelspitzen irgendwie erreichen konnte. Die waren dann zwar gestresst und haben vielleicht in dem Jahr auch einen kleineren Jahrring gemacht, sie hatten aber immer noch genug Vitalität, um das zu überleben. Und jetzt haben sich halt in den letzten Jahren die Verhältnisse einfach so verschärft, dass es einfach mal zwei Sommer hintereinander in bestimmten Wochen einfach überhaupt kein Wasser mehr im Waldboden gab, was sie noch mit ihren Wurzeln hätten erreichen können, sondern das war irgendwo in 2 Meter Tiefe, wo aber vielleicht die Wurzelspitzen der Bäume nicht mehr hinreichten, weil sie es bisher nie nötig hatten, bis dahin irgendwie Wurzeln zu treiben. Die Forderung von manchen Menschen, die also am liebsten diese Harvester aus dem Wald raus haben wollen, die trifft uns also an einem wunden Punkt, weil wir es eben nicht als irgendwie waldmordende Maschine oder sowas ansehen, sondern als ein besonders smartes Werkzeug, den Wald gut zu pflegen, die Waldarbeiter zu schützen und, wenn wir mit diesem Werkzeug gut umgehen, sogar die Schäden im Wald auch gering zu halten. Also hier sieht man jetzt ganz schön, dass hier im Wald selbst gar nicht gefahren wurde, sondern die Bäume, die dort gefällt wurden, wurden also mit dem Seil hier hochgezogen, sodass in diesem Arbeitsfeld hier in der Mitte gar keine Befahrung stattfindet. Dafür muss alles Holz, was an diesem Weg hochgezogen wird, dann hier rausgefahren werden. Das heißt, es fährt ein Schlepper viele Male über diesen einen Weg und hat dabei dann entsprechend tiefere Fahrspuren gemacht, die man ja nun absolut sehen kann. Wobei man noch sagen muss, es liegt zum Teil auch an dem sehr klebrigen Boden, wenn man diese sogenannte Wulst jetzt hier noch wieder reintreten würde. Was auch passiert mit den Jahren, die fällt also durch Frost und sowas, fällt das zum Teil hier wieder rein. Wir haben überhaupt kein Interesse dran, hochwertiges Holz einer minderwertigen Verwendung leichtfertig hinzugeben, weil das immer ein Einnahmeverlust ist für uns. Da falschen wir im Grunde genommen um jeden Euro und um jeden Meter verwertbaren Holzes. Und es hat auch unter Klimaaspekten eine ganz hohe Bedeutung, die auch immer diskutiert und auch beachtet wird. Denn jedes Stück Holz, was nach der Ernte des Baumes einer langfristigen Verwertung zugeführt wird, wie Möbel, selbst ein hochwertiger Katalog meinetwegen, oder ein Buch, was jahrelang, jahrzehntelang irgendwo im Schrank steht, bindet ja das im Baum gebundene CO2 für viele Jahrzehnte. Ein Baum, der von Natur aus zerfällt und wieder zu Kompost wird, wenn man so will, zu Waldboden, gibt das ganze CO2, was beim Wuchs gebunden wurde, wieder frei. Ja. Für den Waldbesucher bedeutet das aber, er sieht im Grunde genommen hier so Terrorflächen, wo viele abgebrochene Äste liegen und wo man Sägemehl sieht und sowas, sodass es für ihn ruppig aussieht, aber diese ruppige Fläche repräsentiert nicht die Gesamtfläche. Dann denken wir, es ist die eine Baumart, dann kriegt die auf einmal irgendeinen Pilz, dann sind wir froh, dass wir noch eine andere haben. Ne? Und insofern sind wir gut beraten, ein möglichst breites Spektrum an vielen Tier- und Pflanzenarten vorzuhalten, weil wir für die Zukunft nicht sagen können, welche Arten wie also mit der Veränderung zurechtkommen. Wild gehört zum Wald, ganz klar. Problem wird Wild einmal dort, wo es
in übertrieben großer Zahl zur Lust der Jäger gehalten wird, weil es dort bei jungen Bäumen eben die Knospen abfrisst, die natürliche Waldverjüngung verhindert. Käfervermehrung ist wie alle biologischen Prozesse laufen bei Wärme besser ab. 30 Grad ist im Grunde genommen so die Idealtemperatur für einen Bockenkäfer. Und die haben wir früher eben oft nicht erreicht und jetzt erreichen wir sie regelmäßig. Das heißt, den Bockenkäfern geht es richtig gut. Stellen, wo ein Schild steht, Achtung, Naturwald, betreten verboten. Hier soll die Natur sich selbst entwickeln können. Und da nutzen die Mountainbiker diese Strecke, weil es vom Gelände her so attraktiv ist. Und da hier weiter oben drin haben sie dann eben so Steilkurven und Sprünge sich gebaut. Und das ist ein Konflikt zwischen Naturschutz und Erholungsnutzung. Das kriegt man nicht in den Griff. Bist du eher auf die Schnauze, wenn du was sagst. Aber es spielt auch in unserem Selbstverständnis eine große Rolle, weil uns halt immer von manchen vorgeworfen wird, wir würden also immer nur auf den Euro gucken und den Wald nur nach Gewinnmaximierung irgendwie bewirtschaften. Und das sind eben einfach auch Beispiele, wo wir sagen können, nee, also wir haben schon sehr lange auch geguckt, wie wir unsere Waldwirtschaft auch ökologischer gestalten können und naturnäher, und haben eben auch diese sehr alten Naturwälder dafür genutzt, dem Wald seine Geheimnisse abzulauschen. Und ja, das ist wissenschaftlich wertvoll und sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Meine Freundin, die ist also so eine Uralt-Veganerin und die hat also zu Zeiten schon vegan gegessen, als die Produkte, die es gab, auf dem Markt noch rar waren und auch auf Deutsch gesagt einfach scheiße schmeckten. Ne? Henning ist eigentlich ein ganz, ganz guter Koch auch und kocht auch ganz gerne. Und wir machen das also auch oft, wenn ich nach Hause komme, also auch zusammen. Und meistens tatsächlich vegetarisch. Und wenn Henning jetzt irgendwas Fleischiges möchte, wenn wir jetzt zum Beispiel grillen oder so, dann ist das ja immer getrennt voneinander. Alle Beilagen und alles andere ist ja auch immer vegetarisch oder vegan. Und insofern berührt mich das ja dann auch nicht. Als ich das erste Mal hier war das ziemlich witzig, weil sie hat so erzählt irgendwie, ja, und man guckt so aus dem Fenster und dann sieht man so ein Feld und dann reitet da mal so ein Pferd vorbei. Und ich war total geschockt und dann irgendwie 300 Einwohner und überall bei uns sind mindestens so, die kleineren Städte haben dann so 50.000 oder so. Das sind die wirklich kleinen, süßen Städtchen so. Also das sind ganz andere Dimensionen und man guckt hier so über den Zaun und kann so bis zum Horizont sieht man gar nichts, nur Felder und das ist ein richtig krasser Kontrast. Was hast du gemacht? Sieht doch gut aus. Sieht deutlich besser aus, ne? Ja. Wieder vors Loch gehen. So. Wo ist Henning jetzt? Ist er jetzt gegangen? Ist Henning schon draußen? Guck mal, die Leine und sein Halsband. Als du mir erzählt hast, dass er Förster und Jäger auch ist, hast du direkt danach auch gesagt, ja, er tötet selbst das Tier, aber im Prinzip ist das ja viel besser, als in den Laden zu gehen und sich von Jahren billig Stück Fleisch zu kaufen. Also das sind ja ganz andere. Erstmal, dieses Tier wurde nicht gezüchtet, um zu sterben. Ja, also das ist ja auch mein Respekt daran. Also ich habe es doch deutlich lieber, dass er
Also es ist schon ein faireres Fleischessen, wenn man so will. Für einen Außenstehenden ist es gedanklich so eine Endkatastrophe, wenn man so will. Ne? Nee, es ist keine Endkatastrophe, sondern wirklich einfach eine herablassende Sicht auf aber Natur aber nur in Bezug auf Tiere mit einem, wo du sagst, die kann ich in die Augen gucken und die haben Vornamen oder so. Nee, denn bei einem Apfelbaum hast du ja kein Problem, dir zu sagen, Gott, ich züchte diesen Baum jetzt nur. Jetzt kommen wir nicht da wirklich um... ja, doch. Nee, weil du gesagt hast, Sicht auf Natur. Richtig, es auf geht Leben. Aus deiner Sicht auf ja, aber diesen Baum ist auch ein Lebewesen. Ja, aber emotional fühlende Wesen, die uns eher nah sind und auch Kinder großziehen und ähnliches. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Deswegen aber das unterscheiden ich, ja, geht, ja Menschen auch schon nicht. Es geht um, nur die um dann das einfach Moralischen. Sagen, so, ist ja nur eine Kuh. Nur eine Kuh, hast du mal eine Kuh über die Wiese hüpfen sehen? Also dann weißt du genau, dass dieses Tier durchaus Emotionen hat. Habe ich gestern auch gemacht. Guck mal, die Blumen. Ein bisschen die Bienenweide freistellen. Boah, das ist ja vielleicht hier. Nö. Oder hier zum Beispiel die Zitronenmelisse. Die wächst hier auch so über die Rosen rein. Muss man mal ein bisschen frei machen. Nochmal, weil du so sagtest, ihr reagiert da immer so verschnupft und sowas, ist es aus unserem Selbstverständnis oft so, dass aus verschiedenen Richtungen alle möglichen Leute kommen und die sagen, ihr müsst mehr für einen Schwarzspecht tun, der braucht Ruhe, also legt alles still. Die anderen sagen, wir wollen da aber Mountainbike fahren, sperrt hier nicht die Wege oder sowas. Und die Spaziergänger sagen, wir wollen hier Ruhe im Wald haben, das soll alles idyllisch sein, also bitte kein Schmutz auf den Wegen. Und einer sagt, Maschinen im Wald geht schon mal gar nicht, macht das alles mit Pferden. Und dann kommt einer, der sagt, ja, das ist aber Tierquälerei, das geht gar nicht. Und so haben wir immer den Eindruck und sagen, ja, hier will jeder mitreden, aber keiner kümmert sich darum, um den anderen Aspekt, sondern jeder will immer genau sein eigenes Schmalspurinteresse durchsetzen. Ein bisschen die Konkurrenz steuern. Hier im Wald. Die Optimallösung kennt jeder, aber unterm Strich ist die schwer durchsetzbar, ohne dass irgendwas passiert. Und da sind wir dann eben angepisst. Wenn dann Leute so tun, als wenn alles ganz einfach wäre. Ne? Jetzt tut's mir leid. Bei der Turmfalke. Ja. Bleibt er stehen? Jetzt bleibt er stehen. Ne? Genau, bevor er sich jetzt gleich runterstürzt, wenn er was sieht. Und er wandert jetzt von abgeerntetem Feld zu abgeerntetem Feld, weil er da Mäuse sucht. Würdet ihr euch als Ökofamilie betrachten? Esther, das ist eine Frage. Das ist. Ja. Zumindest als wenn wir Finn, meinen Bruder, rausstreichen und Aileen, meine Schwester, mit reinnehmen, dann schon. Aber nicht so super öko, so nach dem Motto, und verpackt Laden. Aber im Vergleich zu anderen Familien schon.